Bereit? Guten Tag, Doktor. Sie sind pünktlich. Wann sind Sie angekommen? Wie war der Flug? Angenehm. Gute Fernsicht über den Alpen. Und das Wetter in Rom? Besser als hier? Das Wetter in Rom ist immer besser als hier. Ich hab ihn. Genau, was Sie suchen. Italiener, Deutscher? Deutscher. Lebt aber schon seit 25 Jahren in Rom. Was macht er? Arbeitet ab und zu bei Cinecittà. Schauspieler? Ein kleiner. Vom Aussehen her ein Glücksfall. Er saß zwei, dreimal im Gefängnis. Ein bisschen Rauschgift, ein bisschen Autodiebstahl. Ein kleiner Ganoven. Aber sehr sympathisch. Bisschen leichtsinnig halt. Die Mischung, die wir suchen. Haben wir ihn in der Hand? Keine Sorge. Weiß er, was wir von ihm wollen? Noch nicht. Er kommt heute mit dem Zug um 10.12 Uhr. Achtung, auf Gleis 11 fährt ein der D286 aus Rom. Planmäßige Ankunft 10.12 Uhr. Der Zug endet hier. Hallo, Dottore. Ich war gespannt, ob Sie wohl Wort halten würden. Wie Sie sehen, bin ich gekommen. Das ist der Herr, von dem ich Ihnen gesprochen habe. Herr Kolowski. Guten Tag. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ja. Ganz meinerseits. Sie wollen mir eine Rolle anbieten. Was für eine Rolle ist es, Herr Kolowski? Sprechen wir erstmal von der Gage. 1 Million. Bitte. Dottore, Sie machen Witze. Das ist kein Witz. Ach, ein Film? Das ist kein Film. Ja, aber was soll ich denn spielen? Ein Mann, der Sie nicht sind. Sie heißen Gregor Wegmüller, sind 33 Jahre alt. Ihr Vater heißt Joachim Wegmüller und ist vor 3 Jahren in Rom gestorben. Sie sind sein einziger Sohn. Sie werden von einem deutschen Nachlassgericht eine Nachricht erhalten, dass Sie Ihren Onkel beerben werden, einen gewissen Arnold Wegmüller. Ich habe Schwierigkeiten, das zu verstehen. Wer soll ich sein? Gregor Wegmüller, der nach München gebeten wird, um sein Erbe in Empfang zu nehmen. Und dieser Gregor Wegmüller? Ist so tot, wie sein Vater tot ist. Was den deutschen Behörden nicht bekannt ist. Und auch nicht bekannt werden wird. Dafür ist gesorgt. Hören Sie, einmal Gefängnis reicht mir. Ich habe keine Lust, das nochmal durchzumachen. 1 Million. Und Sie gehen kein Risiko ein. Kein Mensch wird Ihre Identität anzweifeln. Was Sie wissen müssen, bringe ich Ihnen bei. Darüber muss ich erst nachdenken. Nein. Und wenn ich Nein sage? Dann wird man in Ihrer Wohnung Rauschgift finden. Das ist Arnold Wegmüller, der Mann, den Sie beerben werden. Dieser Mann hat 2 Brüder, einer davon ist dieser Mann. Sehen Sie sich das Bild genau an, denn es ist Ihr Vater, der sich mit seinem Bruder nicht verstand. Die Gründe spielen für uns keine Rolle. Muss ich das nicht wissen? Arnold Wegmüller war ein Despot. Er hat seine Brüder aus dem Haus geekelt, in dem sie alle groß geworden sind. Ihr Vater. Wie war sein Name? Sie haben den Namen schon gehört. Sie sollten sich jetzt jedes Wort einprägen. Wie heißt Ihr Vater? Na, wie heißt Ihr Vater? Joachim Wegmüller?
Er ist vor 25 Jahren nach Italien gegangen und hat jede Beziehung zu seinem Bruder abgebrochen. In Rom hat er ein Übersetzungsbüro aufgemacht und schlecht und recht gelebt. Seine Frau starb vor 8 Jahren, er selbst vor... Na? Vor wie vielen Jahren starb Ihr Vater? Wir haben schon darüber gesprochen. Vor 3 Jahren. Hier sind alle Ihre Unterlagen, Ihr Leben betreffend, Ihre Ausbildung, Ihren Beruf. Lesen Sie es durch und lernen Sie es auswendig. Sie trinken zu viel. Diese Frau hat Sie als Kind gekannt. Bis zu Ihrem 8. Lebensjahr haben Sie im Haus Ihres Onkels gewohnt. Das ist jetzt 25 Jahre her. Und diese Frau, die Haushälterin Ihres Onkels, Anna Hilferding, ist in der Zwischenzeit über 60 Jahre alt. Wir können also annehmen, dass Ihr Erinnerungsvermögen nicht mehr das Beste ist. In diesem Haus haben Sie als Kind gelebt. Sehen Sie sich an. Hier sind die einzelnen Zimmer. Ihres ist genau bezeichnet. Sie durften sich daran erinnern. Und noch etwas. Das hier ist Ihre Cousine. Die Tochter des zweiten Bruders, den Arnold Wegmüller gehabt hat, der ebenfalls jede Beziehung zu ihm abgebrochen hat. Sie erbt auch. Sie werden sie kennenlernen. Keine Sorge. Ihr hattet nie Verbindung miteinander. Sie hat allerdings mit Ihnen Ihre Kindheit im Hause Ihres Onkels verbracht. Als Kinder habt ihr zusammen gespielt und daran müssen Sie sich erinnern. So, jetzt haben Sie alles, was Sie wissen müssen. Wie heißt sie? Ruth Wegmüller, sie ist 3 Jahre jünger. Wird sie nicht in der ersten Sekunde merken, dass ich nicht ihr Vetter bin? Auf diese erste Sekunde müssen Sie eben genau vorbereitet sein, sodass sie gar nicht erst auf den Gedanken kommt. Lernen Sie jetzt Ihre Texte. Spielen Sie die Rolle Ihres Lebens. Und machen Sie das Geschäft Ihres Lebens. Und noch eins. Verlassen Sie nicht das Apartment. Ja, was halten Sie von dem jungen Mann? Ich bin sehr zufrieden. Wir haben da eine gute Wahl. Wir? Er darf nicht abspringen. Das kann er nicht. Und er weiß, dass er nicht kann. Wie hieß Ihre Mutter? Maria Anna. Die war klein, schlank, hatte dunkle Haare, braune Augen. Sie hatte sich als Kind einmal den Arm gebrochen, der war seitdem etwas schief. Humor. Sie hatte viel Humor, sie sang gern. Es wurden Feste gegeben, auf denen sie sang. Mein Vater begleitete sie auf dem Klavier. Ihr Vater? Er neigte zum Jähzorn, er liebte den Alkohol. Er wechselte häufig seine Stellung. Er war alles andere als ein Kaufmann. Sie rauchen zu viel. Erinnern Sie sich noch an das Haus, in dem Sie die ersten Jahre Ihres Lebens verbracht haben? Ja, da war ein Zimmer mit einem Kamin und auf dem stand eine Uhr mit einem Läutwerk und ein Schiff, nein, eine Flasche, in der sich ein Schiff befand. Der Name der Haushälterin? Anna Hilferding. Hilferding, wie nannten Sie sie? Tati. Was wissen Sie noch von Ihrer Cousine? Als ich einmal ein Kinderfahrrad geschenkt bekam, nahm sie es mir weg. Haben Sie noch eine Vorstellung von Ihrer Cousine? Sie hatte lange Zöpfe. Wovor haben Sie Angst? Von meiner Cousine. Ach was. Sie ist so wie Sie ein Kind gewesen. Woran soll sie sich erinnern? Sie spielen Ihre Rolle vor Gericht und Anwalt und bekommen den Erbschein. Und damit ist der Fall ausgestanden. Erlauben Sie mir eine Frage. Welches Erbe tritt Gregor Wegmüller an? Ihr Onkel besaß eine Maschinenfabrik, die ihren Wert hat. Ihr Anteil ist ihm genannt worden. 1 Million für eine Rolle, die Sie nur ein paar Wochen lang zu spielen haben. Womit ich auch zufrieden bin. Was Sie nicht vergessen sollten. Gregor Wegmüller, Gregor, Gregor, Gregor. Arnold Wegmüller.
Anna Hilferding. Tati, Tati, Tati! Arnold Wegmüller. Wegmüller. Wegmüller? Welcher Wegmüller? Arnold Wegmüller. Und wer sind Sie? Hallo. So reden Sie doch. Er lebt. Anna. Kann ich jetzt endlich essen? Bitte, was sagten Sie? Du hörst da immer schlechter. Ich fragte, wann das Essen endlich auf den Tisch kommt. In 5 Minuten. Beeil dich. Ich habe noch einen Termin. Wir hatten noch abgemacht, Sie sollen das Apartment nicht verlassen. Wollen Sie Schwierigkeiten machen? Nein. Nein, nein. Sie fahren zurück nach Rom. Dort warten Sie, bis Sie angerufen werden. Hier ist Ihr Pass. Ja? Was gibt's, Ari? Wo ist das? Welche Verletzungen hatte er? Er wurde erschossen. Die Anwohner haben die Polizei verständigt, weil sie einen Schuss gehört haben. Nur einen? Nur einen. Wisst ihr schon, wer der Mann ist? Ja, der Bild hat die Papiere. Arnold Wegmüller, 63 Jahre, wohnt gar nicht weit von hier, 500 Meter. Ne? Sag mal, die Autoscheiben sind unversehrt. Ja. Also, wie es aussieht, wurde das Fahrzeug angehalten, wie wissen wir noch nicht. Der Täter hat die Tür aufgerissen und geschossen. Hat nur einen Schuss abgegeben. Ja, wir wurden nicht gehört. Herr Wegmüller ist ermordet worden. Keine 500 Meter von diesem Haus entfernt. Sagen Sie, Sie sind die Haushälterin? Ja. Ihr Name? Anna Hilferding. Wer ist der Wegmüller? Was macht er? Er ist Kaufmann. Er ist Inhaber einer Maschinenfabrik. Werkzeugmaschinen. Ist er verheiratet? Hat er Frau, Kinder? Nein, nein. Er war mal verheiratet, aber das ist 20 Jahre her. Ist er geschieden? Nein, nein. Seine Frau ist verstorben. Und Kinder gibt es nicht. Dann lebt er allein in dem Haus hier. Ja. Ja. War er auf dem Weg hierher? Kommt er eigentlich immer um dieselbe Zeit? Er legt immer großen Wert auf Pünktlichkeit. Und wenn er nach Hause fährt, nimmt er dann immer denselben Weg? Ja, ich denke ja. Kann ich mich setzen? Ja, aber natürlich setzen. Wissen Sie, der Grund dieser Frage ist, fühlte er sich bedroht? Bedroht? Nein. Was sollte ihn denn bedrohen? Wenn man ihn bedroht hätte, er hätte es ganz sicher nicht ernst genommen. Warum nicht ernst genommen? Weil er keine Angst hatte. Auch? Von nichts, von niemandem. Das war seine Art. Tja, Frau Hilferding. Herr Wegmüller ist aber auf offener Straße erschossen worden. Und so wie es aussieht, war dieser Mord geplant. Jetzt möchte ich Sie gerne fragen, wer könnte ein Interesse daran gehabt haben, Herrn Wegmüller umzubringen? Wissen Sie, Herr Wegmüller war nicht sehr beliebt. Nicht sehr beliebt bei wem? Bei niemandem. In seiner Firma nicht.
Nirgendwo war er beliebt. Er war sehr streng, sehr unfreundlich. Er hatte nicht die Begabung, Menschen für sich einzunehmen. Weil er niemanden mochte, mochte man auch ihn nicht. Das verstehe ich schon. Sagen Sie, Frau Hilferding, hat Herr Wegmüller, hat der Verwandte, die benachrichtigt werden müssen? Er hat zwei Brüder, mit denen er sich nicht verstanden hat. Seit 25 Jahren ist der Kontakt völlig abgerissen. Wo die jetzt leben, ich weiß es nicht. Einer ist, glaube ich, nach Italien gezogen. Ich wollte damit sagen, ein normales Ende, das hätte zu diesem Mann nicht gepasst. Man hört nicht viel Gutes über ihn. Von Ihnen vermutlich auch nicht. Na, was für ein Mann war er denn? Ein Despot. Dann hatte er viele Feinde, nicht wahr? Die hatte er sicher. Und ganz bestimmt in diesem Betrieb. Das ist ja nichts Außergewöhnliches, dass man einen Menschen nicht mag. Kein Grund, jemanden gleich umzubringen. Aber hier finden Sie den Mörder sicher nicht. Ja, ich bin geneigt, ihm recht zu geben. Arnold Wegmüller war auf dem Weg nach Hause und wird angehalten. Schon das wird angehalten? Ja, wie denn? Ich meine, das ist ja nicht so einfach. Ist ja doch irgendwie auch mit Schwierigkeiten verbunden, für die der Täter aber eine Lösung hat. Er öffnet die Wagentür und schießt. Nur einmal. Da gibt es keine unkontrollierten Affekthandlungen mehr, Harry. Das ist... Das ist wie eine Hinrichtung. Ich bin seit Jahren der Anwalt von Herrn Wegmüller, aber ich habe es nicht ganz leicht gehabt mit ihm. Ein schwieriger Klient, ein etwas unverträglicher Mensch. Was nehmen Sie an? Wer hat ihn erschossen? Tja, keine Ahnung. Kommt keinen Schritt weiter. Tja, ich werde Ihnen auch nicht helfen können. Sie fragen nach dem Testament? Ja. Erben sind die Brüder Walter Wegmüller. Walter? Ja, und Joachim Wegmüller. Joachim Wegmüller. Die beiden erben zu gleichen Teilen. Es war sehr schwer, sie ausfindig zu machen. Und jetzt kommt es... Die beiden leben gar nicht mehr. Erben sind die Nachkommen. Die Nachkommen, die gibt's? Ja. Und die leben noch? Ja. Walter Wegmüller hat in Frankfurt gelebt. Mhm. Er hat eine Tochter, Ruth Wegmüller. Ruth, 30 Jahre alt. 30. Was ist sie? Ah ja, angestellt in einem Architekturbüro. Mhm. Sonst keine Angehörigen? Nein. Was ist mit einem anderen Bruder? Joachim Wegmüller ist vor 25 Jahren nach Italien gegangen. Er hat einen Sohn. Gregor Wegmüller, der heute, wie alt ist er? 33 Jahre alt und von Beruf Fremdenführer. Ein schöner Beruf. Und da hat er in Rom auch sicher sein Auskommen. Ja, und die beiden jungen Leute sind benachrichtigt. Ja. Tja, viel konnte ich Ihnen wohl nicht helfen. Nee. Herzlich willkommen, Fräulein Wegmüller. Danke. Bitte, kommen Sie. Hatten Sie eine gute Fahrt? Ja, danke, ging alles gut. Wo sind Sie untergekommen? Auch in so einer kleinen Pension. Das ist aber keine Unterkunft für Sie. Warum sind Sie nicht zuerst zu mir gekommen? Ich habe mir die Unterkunft genommen, die ich mir leisten kann. Sie können sich das beste Hotel der Stadt leisten. Wissen Sie erst, warum mein Onkel ermordet worden ist? Und von wem? Nein, Fräulein Wegmüller. Der Fall ist nach wie vor ungeklärt. Kein Täter, kein Motiv. Niemand hat eine Erklärung. Ja, Ihr Onkel hat ein Testament hinterlassen. Er hat als seine Erben seine beiden Brüder eingesetzt, beziehungsweise deren Nachkommen. Beide Brüder sind verstorben. Das einzige Kind des Walter Wegmüller sind Sie. Und Joachim Wegmüller, der andere Bruder, ist ja ebenfalls verstorben. Erbe ist sein Sohn Gregor. Keine weiteren Erben. Das Erbe wird also geteilt zwischen Ihnen und Ihrem Vetter Gregor. Und der Wert der Hinterlassenschaft wird geschätzt auf 50
bis 60 Millionen. Wann haben Sie Ihren Onkel zum letzten Mal gesehen? Ach, das ist über 20 Jahre her. Der dritte Bruder, Joachim Wegmüller, zog nach Italien. Hatten Sie oder Ihre Familie Kontakt mit ihm? Nein. Aber an meinen Cousin Gregor erinnere ich mich sehr gut. Wir haben als Kinder zusammen gespielt. Gibt es das Haus eigentlich noch? Ja, das gibt es noch. Ich erinnere mich auch noch an eine Haushälterin. Ja, die ist noch da. Sie hat erwartet, dass Sie dort wohnen würden. Das Haus gehört ja jetzt Ihnen. Also wenigstens zur Hälfte. Tja, ich weiß nicht. Entschuldigen Sie, aber das ist alles ein bisschen viel auf einmal. Was ich verstehe. Ein Vorschlag. Sie ziehen jetzt sofort um in ein erstklassiges Hotel. Sie können natürlich schon jetzt über jeden Betrag verfügen und suchen Sie Frau Hilferding auf. Die wartet auf Sie. An das Kind gedacht, an das ich mich immer erinnert habe. Kennen Sie mich denn wieder? Aber ja, die Augen sind es. Und die Art, wie Sie sich bewegen. Sie waren immer sehr lebhaft. Erinnern Sie sich noch an dieses Haus? Oh ja. Ach. Gut. Ja? Ich habe gerade Besuch. Das ist Oberinspektor Derrick, der den Mord an Ihrem Onkel untersucht. Das ist Ruth Wegmüller. Guten Tag, Fräulein Wegmüller. Guten Tag. Sind Sie heute angekommen? Ja, heute Morgen. Wann haben Sie erfahren, dass Ihr Onkel ermordet wurde? Ach, erst vor ein paar Tagen und auch dann nur im Zusammenhang mit dem Testament. Ja, ich möchte Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ist das in Ordnung? Ja, bitte. Ich besorge noch etwas Tee. Oder lieber Kaffee? Wie Sie wollen, Anna. Vielleicht doch lieber Kaffee. Ja, ich bin froh, wenn ich etwas zu tun bekomme. Ich bin völlig allein in diesem Haus. Ich hoffe, Sie ziehen hierher. Ich habe alles vorbereitet. Und jetzt mache ich erst mal Kaffee. Sie hatten keinerlei Verbindung zu Ihrem Onkel? Überhaupt keine. Es gab keinen Briefwechsel. Es wurde nicht telefoniert. Nein. Die Brüder waren völlig zerstritten. Ich muss gestehen, ich habe selbst fast vergessen, dass ich einen Onkel habe. Jetzt gehört mir sein Haus. Und ich habe eine Maschinenfabrik, mit der ich nichts anfangen kann. Davon verstehe ich doch überhaupt nichts. Tja, naja, ich würde mir da keine allzu großen Sorgen machen. Es haben sich ja schon Interessenten gemeldet, die Ihnen und Ihrem Vetter die Fabrik abkaufen wollen. Und sofort bezahlen, das müssen Sie sich mal überlegen. Das sind, ja, 60 Millionen in bar, sagt der Anwalt. Sie arbeiten, glaube ich, in einem Architekturbüro. Ja. Das ist eine gute Stellung. Ja, sehr gut. Ich bin sehr gerne da. Und Ihr Vater, als er starb, hat er Ihnen Vermögen hinterlassen? Oh nein, ich habe noch jahrelang an seinen Schulden bezahlt. Aber darf ich Ihnen jetzt meine Frage stellen? Natürlich, ja. Sie erkundigen sich doch so genau nach meinen Vermögensverhältnissen, weil ich von dem Mord an meinem Onkel profitiere. Ja. Natürlich, ja. Aber nur im Zusammenhang damit. Ja, klar. Der Erbe könnte der Mörder sein. Aber ich bin's nicht. Nein. Sicher nicht. Sie haben wohl kaum nachts auf offener Straße den Wagen Ihres Onkels angehalten, die Tür aufgemacht und ihn erschossen. Ist das so passiert? Mhm. Genau so, ja. Aber das Geld, das Sie erben, das könnte eine Rolle spielen. Hier komme ich mit dem Kaffee. Trinken Sie noch eine Tasse mit? Nein, besten Dank. So, ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich hole Ihren Mantel.
Danke. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Wir haben noch zwei Minuten. Der Anwalt kommt. Bruno hat ihn gebeten, abgeholt zu werden, und er bringt die Cousine mit. Jetzt kommt der spannende Moment. Dass er sich bei der Information meldet. Ich erkenne ihn doch. Ich bin sicher, dass ich ihn wiedererkenne. Ich weiß nicht recht, also. Ganz sicher bin ich mir nicht. Bist du's? Rot? Ja, gut. Ich bin rot. Ja. Auf der ganzen Fahrt habe ich mich gefragt, ob ich dich wohl wiedererkennen würde. Ja. War mir nicht sicher. Aber als ich dich dann sah, wusste ich ganz plötzlich, das muss sie sein. Das haben wir geübt. Ich muss überfahren. Macht er doch sehr gut. Ich komme kaum zu Hause. Und dein kleines Muttermal hast du immer noch. Daran erinnerst du dich. Aber natürlich. Ah, und das ist sicher... Rechtsanwalt Schönmeier. Freut mich, Herr Doktor. Auch ich sage ganz herzlich willkommen. Wie war die Fahrt? Danke, sehr angenehm. Na, dann nehmen wir jetzt mal Ihr Gepäck und gehen zum Wagen. Schön, dass wir uns endlich wiedersehen. Er macht das wirklich sehr gut. Guten Tag, wir sind ein bisschen spät dran, was? Ja. Er ist gerade angekommen. Was ist denn? Gregor Wegmüller, die Herren sind von der Kriminalpolizei. Oh. Guten Tag. Der Mord an Ihrem Onkel ist immer noch nicht geklärt. Wollen Sie jetzt und hier mit Herrn Wegmüller sprechen? Nein, nein. Wohin fahren Sie jetzt? Wir bringen ihn ins Haus. Es wäre ja unsinnig, ein Hotel zu nehmen. Ja, gut. Wir folgen Ihnen dann. Wer sind denn wir? Wir sind von der Polizei. Damit mussten wir rechnen. Kathi. So habe ich doch immer gesagt. Kathi. Jetzt bin ich wieder da, Kathi. Nach 25 Jahren. Gästezimmer. Kaminzimmer. Küche. Stimmt's? Stimmt. Fast unverändert. Stand da nicht immer eine Flasche mit einem Schiff darin? Gibt es die nicht mehr? Sie befindet sich jetzt im Arbeitszimmer. Ist ein Schiff in der Flasche? Ja, ich habe mich immer gefragt, wie ich da reingekommen bin. Erst jetzt merke ich, wie ich dieses Haus vermisst habe. In Rom hatten wir kein Haus, nur eine Wohnung. Viele Wohnungen. Uns ging es nicht besonders gut. Darf ich mal ins Arbeitszimmer? Ist es da? Ja, ist es noch. Hier hat er immer gesessen. Und wir alle,
Angst vor ihm. Tati. Ich freue mich, dass ich hier bin. Dass ich dich wiedersehe. Dass ich Tati wiedersehe. Ich hatte Angst. Angst vor diesem Haus. Vor euch allen. Wieso Angst? Ich habe ziemlich mies gelebt in Rom. Aber irgendwie wusste ich, dass ich all das, woran ich mich so lange gewöhnt hatte, für immer hinter mir lassen würde. Da sind Sie ja. Unser Freund steht Ihnen jetzt zur Verfügung. Setzen Sie sich doch. Okay. Kann ich mal Ihren Pass haben? Selbstverständlich. Danke. Sind nur ein paar Routinefragen, ne? Hatten Sie je Verbindung zu Ihrem Onkel? Überhaupt keine. Für mich war der Mann, der hier hinter diesem Schreibtisch gesessen hat, ein Gespenst. Und er ist es immer noch. Sagen Sie, hatte Ihr Vater Beziehung zu seinem Bruder? Nicht die geringste. Ja, also was wir wissen wollen, wo haben Sie in Rom gewohnt? Wo haben Sie gewohnt? Wo hat Ihr Vater gewohnt? Geben Sie uns alle Adressen, sowohl die Ihres Vaters wie auch Ihre eigene. Und dann, welchen Beruf übt Ihr Vater aus? Welchen Beruf üben Sie aus? Geben Sie uns die Anschriften der Arbeitgeber Ihres Vaters und der Arbeitgeber, bei denen Sie beschäftigt waren. Das können Sie alles haben. Das ist sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Frage, Herr Derrick. Ja? Wir haben morgen einen Termin beim Nachlassgericht. Der ist nicht gefährdet. Sieht nicht so aus. Und du wohnst nicht hier? Nein. Ich wohne immer noch in der Pension. Warum? Es ist doch jetzt unser Haus. Wir haben doch auch genügend Platz. Gut. Dann ziehe ich morgen hier ein. Das wäre schön. Allein käme ich mir hier doch etwas verloren vor. Ich war ja sehr gespannt auf das Wiedersehen mit dir. Ich meine, du hättest mir ja auch unsympathisch sein können. Aber das bist du nicht. Ruth? Du kommst also morgen? Sie haben Ihre Sache übrigens sehr gut gemacht. Kann ich Ihnen noch irgendwie behilflich sein? Bitte? Das Essen ist in einer halben Stunde. So, ich habe alle Unterlagen nach Rom geschickt. Zur Überprüfung brauchen die 2 bis 3 Tage. Sag mal, was hast denn du für einen Eindruck von dem jungen Wegmüller? Er macht einen guten Eindruck, er ist ein bisschen unsicher. Warum soll er nicht unsicher sein bei der plötzlichen Veränderung seiner Verhältnisse? Er lebt in Rom, schlägt sie als Fremdenführer durchs Leben und er weiß oder erfährt, dass er einen steinreichen Onkel in Deutschland hat. Komm, warum soll der denn nicht davon träumen, das Geld? Mein Gott, das Geld hätte ich gern. Können Sie auch kriegen, auf die einfachste Weise von der Welt, er erbt es. Der Onkel muss ja nur eins tun. Sterben. Stefan, du hast doch gefragt nach den Entlassungen in der Maschinenfabrik. Da ist eine dabei, die ganz schön spektakulär war. Einer der Manager wurde von heute auf morgen entlassen, vor die Tür gesetzt. Ein gewisser Kolowski.
Ein ganz fähiger Mann, der jedenfalls diese Form der Verabschiedung nicht verdient hat. Bitte, steigen Sie ein. Alles gut gegangen? Ja, sehr gut, sehr gut. Sie haben mich alle akzeptiert. Nur die Haushälterin macht eine merkwürdige Bemerkung. Sie sagte, ich hätte meine Sache gut gemacht. Was glauben Sie, woher wir die Einzelheiten haben? Alles, was Sie da zum Besten geben, verdanken Sie ihr. Was wollte die Polizei von Ihnen? Sie haben mir eine Menge Fragen gestellt. Über Rom, über meinen Vater, über mich. Ich glaube, Sie werden sich ganz genau erkundigen. Machen Sie keine Sorgen, das ist alles abgesichert. Wann ist der Gerichtstermin? In ein paar Tagen. Die Cousine? Oh, sie ist ganz reizend. Ich meine, es gibt da keine Probleme. Ich habe immer noch das Gefühl, als ob ich träume. Aber es ist ein schöner Traum. Du bist Fremdenführer in Rom? Ja, aber nicht immer. Es ist ja nicht immer Saison. Ja, klar. Ich habe nicht dran gedacht. Hast du nie einen anderen Beruf? Ich habe vieles versucht. Eigentlich wollte ich Schauspieler werden. Ja, Schauspieler. Ich habe sogar mal eine Prüfung gemacht, aber sie haben mir gesagt, ich hätte kein Talent. Also ich hätte bestimmt keins. Sag, wie war denn eigentlich dein Vater? Er war ganz fabelhaft. Wir haben uns zu Hause alle immer sehr wohl gefühlt. Meine Mutter... Hast du noch irgendeine Erinnerung an sie? Überhaupt keine. Sehr klein. Dunkle Haare. Dunkle Augen. Kann einer sagen, was er will, aber es ist schon wichtig, dass man weiß, wo man hingehört. So sehe ich das auch. Anna! Können wir noch eine Flasche Wein haben? Eine haben wir schon ausgetrunken. Es ist genug da. Was wirst du machen, wenn du das Geld hast? Du brauchst doch da nicht mehr zu arbeiten. Mit 30 Millionen muss man sicher nicht mehr arbeiten. Wirst du hier bleiben? Ich meine. Hier im Haus? Und du? Bleibst du hier? Das Haus gehört uns jetzt beiden. Ich muss wohl doch wieder zurück. Nach Rom. Na, wieso denn? Überleg doch mal. Wir beide sind die einzigen, die es noch gibt von der Familie, in der es nur Streit gab. Bleib doch hier. Ihr Wein. Ich wollte dir gute Nacht sagen. Und überleg dir das mit dem Hierbleiben. Thank you.
Kriminalpolizei? Ja. Und Sie sind Herr Kolowski, ehemaliger Manager in der Maschinenfabrik Wegmüller? Ja, der bin ich. Wegmüller? Fragen Sie danach im Zusammenhang mit seiner Ermordung. Ja, ja. Warten Sie mal, er hat Sie vor einem halben Jahr entlassen, stimmt es? Entlassen? Rausgeschmissen hat er mich! Auch das ist noch vorsichtig ausgedrückt. Warum fragen Sie danach? Na ja, der Mord an Wegmüller ist noch nicht geklärt. Ich suche den Mörder. Ja. Ich verstehe. Aber da wird sie viel zu tun haben. Herr Wegmüller war ein Psychopath, der sich nur wohlfühlte, wenn er merkte, dass man Angst vor ihm hatte. Haben Sie schon eine neue Stellung? Nein. Ich kann mir Zeit damit lassen. Herr Wegmüller musste mir eine Abfindung zahlen und das macht mich verhältnismäßig unabhängig. Und Sie selbst? Keine Vermutung, wer Wegmüller umgebracht haben könnte? Nein. Keine. Ich kann Ihnen aber gerne sagen, was ich empfand, als ich hörte, jemand hat Herrn Wegmüller umgebracht. Na, was haben Sie denn empfunden? Er hat bekommen, was er verdient hat. Das ist ein ungewöhnlich kühler Mann, so wirkt er auf mich. Konzentriert, intelligent und auf eine ganz besondere Weise aufmerksam. Was bedeutet das für uns? Man sollte mehr über ihn wissen. Komm, ich zeig dir was. Das war dein Kinderzimmer. Erinnerst du dich nicht mehr? Sind alles deine Zeichnungen? Meine? Du konntest doch so gut zeichnen. Weißt du das nicht mehr? Machen Sie keinen Fehler. Kolowski war, nach Auskunft seines Reisebüros, mehrmals in Rom. Steigen Sie ein. Sie haben keine Schwierigkeiten? Nein, keine. Das Verhältnis zu Ihrer Cousine? In Ordnung. Alles in Ordnung. Der Gerichtstermin ist in 3 Tagen. Sie bleiben da noch 2, 3 Wochen und warten, bis die Verkaufsverhandlungen abgeschlossen sind. Sie erhalten von uns genaue Anweisungen, wie Sie sich zu verhalten haben. Haben Sie verstanden? Ja. Dann dürfen Sie gehen. Die jungen Leute sind in der Schwimmhalle. Ich kann sie holen. Danke. Entschuldigen Sie bitte. Mit Ihnen möchte ich sprechen. Was will denn der Polizist? Er will mit Gregor sprechen. Wer
Wenn hier alles geregelt ist, werden Sie dann nach Rom zurückgehen? Ja, ich glaube schon. Ja, als Fremdenführer werden Sie nicht mehr tätig sein. Nein, wohl kaum. Sie werden ein reicher Mann sein. Ja. Ja, ich hab eine Frage an Sie. Absurd ein bisschen. Sie sind in Rom viel herumgekommen. Ist Ihnen da mal ein Mann begegnet mit dem Namen Kolowski? Wie war der Name? Kolowski. Nein, wer soll das sein? Er hat mal für Ihren Onkel gearbeitet. Nein. Den Namen habe ich nie gehört. Ist die Frage wichtig? Nein. Nein, nein. Gar kein Zweifel, Sie kennen sich. Gregor Wegmüller und Kolowski sind Sie in Rom begegnet. Als ich ihn danach fragte, da blieb ihm der Atem weg. Kommst du nicht zum Essen? Doch, doch, ich komme. Was ist denn los, Gregor? Was ist los, Gregor? Nichts, nichts. Kann ich nachher mal deinen Wagen haben? Ja, wohin willst du? Ich fahr dich. Nein, nein, ich war lieber allein. Gregor, was ist los? Kann es sein, dass man plötzlich merkt, dass man wahnsinnig ist? Noch Fleisch? Kartoffeln, Gemüse, das ist genug da. Dann danke, Anna. Nein, danke, Anna. Du kannst natürlich den Wagen haben. Wagen? Du wolltest doch den Wagen haben. Nein, nein, ich kann das verschieben. Ja? Kolowski verschwand in Zimmer 219. Wer bewohnt das Zimmer? Ein Dr. Mario Giuliano, wohnhaft in Rom, Via Garibaldi. Willi, gib mir die genauen Daten. Geboren ist er am 17.08.38 in Milano. Ja. Danke. So, Willi. Eine Verbindung mit Interpol, alles über diesen Mann. Was? Ja. Gregor! Sind nicht von mir. Was? Natürlich sind die Bilder von dir. Nein, ich bin nicht Gregor Wegmüller. Ich heiße Klaus Hohner.
ein kleiner Schauspieler aus Rom. Mario Giuliano, Anwalt, der seine Lizenz verloren hat, verwickelt in Korruptionsfälle. Ihm werden Beziehungen zur Mafia nachgesagt. Du warst gar nicht so schlecht mit deiner Vermutung. Ja. Aber da ist etwas unklar. Man tötet Wegmüller wozu? Um die Erben in den Besitz des Vermögens zu bringen? Harry, die Frage ist doch, was haben Sie selbst davon? Sie haben mich dazu gezwungen. Ich musste alles auswendig lernen. Und warum hast du mir jetzt die Wahrheit gesagt? Du wolltest meinen Wagen haben. Wieso? Ich wollte zum Anwalt. Nicht mit ihm reden. Was ich tun soll. Fein. Gut. Die Haushälterin. Anna. Was sagen Sie da? Sie sind nicht Gregor Wegmüller? Nein, der Pass ist falsch. Ich wurde gezwungen, diese Rolle zu spielen. Wer hat Sie gezwungen? Erzählen Sie mir alles. Wo ist Gregor hingefahren? Was ist passiert? Nichts. Überhaupt nichts. Wer weiß davon, dass Sie nicht Gregor Wegmüller sind? Niemand. Und Sie haben eine Verabredung mit diesem Kolowski? Ja, noch heute. Am Maria-Hilf-Platz. Da treffe ich mich immer mit ihm. Gut, tun Sie es und sagen Sie kein Wort darüber, dass Sie bei mir waren. Gehen Sie jetzt und warten Sie in aller Ruhe ab. Danke, Herr Doktor. Kolowski? Der junge Mann dreht durch, er macht nicht mehr mit. Er will zur Polizei. Ich bin sicher, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Hat Dr. Schönmeier Sie verständigt? Wovon soll er uns verständigt haben? Wo ist Ihr Cousin Gregor? Ja, wissen Sie denn nicht Bescheid? Der trifft sich gerade mit Mario und Kolowski am Maria-Hilf-Platz. Fahr los, Harry. Sie werden ins Gefängnis kommen. Sie werden ins Gefängnis kommen! Warum Sie denn? Da würde es mir schlechter gehen als in den 30 Jahren, die ich in diesem Haus verbracht habe. Dass dieser Mann tot ist, war mir bis heute eine unendliche Genugtuung. Steigen Sie ein. Sie wollen nicht mehr mitmachen, höre ich. Ja, glauben Sie denn, Sie könnten da so einfach aussteigen? So, jetzt kann's losgehen. Aktion jetzt Ende. Ja.
Sie wissen nicht zufällig, wann die nächste Maschine nach Rom geht? Ihre Rolle ist damit beendet. Es ist die Mordwaffe. Kolowski hat Wegmüller umgebracht. Ja. Seine Mitwisser und Helfer. Ein Haushälterin und ein korrupter Anwalt. Was hat Sie eigentlich bewogen, aus der Sache auszusteigen? Ich, Wir. Gratuliere. Ja, bitte. Für dich. Derek? When you were mine, we were too young to understand. We're much too young. An exciting game.